Ich finde diese Idee absolut kindisch. Und wenn sie dich erwischen... Soll ich dir mal vorrechnen, wie viel der Staat jährlich für die Forstwirtschaft verpulvert? Und das ist auch unser Geld. Da wird man sich wohl mal ein Bäumchen abschneiden dürfen, wenn man schon jahrelang investiert hat. Ja, du, mein Goldstück. Als ob du damit viel Geld sparen könntest. Du kriegst doch eine Buße als Weihnachtsgeschenk. Dieses Jahr will ich einen schönen Baum, wenn es schon keinen Schnee hat. Du selbst hast gesagt, sie seien so teuer und sehen nach nichts aus. Wenn du schon in den Wald... Mensch, ist das herrlich hier draußen. Endlich mal wieder gute Luft. Du solltest dir auch ein bisschen die Beine vertreten. Hermann, nimm wenigstens den Hund mit. Schön brav sein, Schubunde. Und mach die Tür zu, mir ist kalt. Mach Sitz, so ist's gut. Psst. Wir sind hier in einer geheimen Mission. Was machen Sie denn da? Sie wollen wohl eine meiner Jungtannen stehlen. Ach, sieh mal eine an. So eine Überraschung. Der Herr Jägermeister höchstpersönlich. Mensch, haben Sie mich aber erschreckt. Was soll denn das da werden mit der Axt? Ach so, ja die... Ist es denn verboten, mit einer Axt in den Wald zu gehen? Hä? Hören Sie, ich meine, ich kann mir vorstellen, was Sie denken, aber das ist ein Missverständnis. Hören Sie doch auf. Ich habe Sie auf frischer Tat ertappt. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Nur mal mit der Ruhe. Lassen Sie mich erklären. Ich wollte bestimmt keine Ihrer Jungtannen stehlen. Die Axt habe ich wegen dem Hund. Er ist nämlich altersschwach, müssen Sie wissen. Sein Bauch ist voller Eiter. Er leidet nur noch. Er ist schon 15 Jahre alt. Ein ziemliches Alter, meine ich. Der leidet schon seit einigen Wochen. Naja, und da dachte ich mir, nimm ihn mit in den Wald. Mach der Qual ein Ende. Ich konnte es einfach nicht mehr mit ansehen. Na, und da wollten Sie ihn einfach mit der Axt? Ich weiß auch nicht. Ich dachte... Er solle am besten im Wald sterben, dort, wo er sich am wohlsten gefühlt hat. Aber vielleicht ist es eine dumme Idee. Liebe Hunde, Sie sind die einzig wahren Freunde des Menschen. Hey, was machen Sie da? Treten Sie zur Seite. Es ist doch unmenschlich, mit der bloßen Axt so ein Tier zu erschlagen. Vielleicht wäre es aber doch besser, vorher einen Tierarzt... Hören Sie, Sie können doch nicht einfach... Packen Sie ihn hier hinein. Das ist ein amtlicher Sack zur Entsorgung von Kleintieren. Und bringen Sie ihn zur Kleintierabfuhrzentrale des Bezirks. Ich glaube, das war wirklich die beste Lösung für das Tier. So, ich muss weiter. Wo ist denn Cirolo? Hast du den Schuss nicht gehört? Was sagst du? Einen Schuss? Was denn für einen Schuss? Ein Förster hat ihn abgeknallt. Er hat wohl gemeint, es sei ein wildes Tier. Du hast Cirolo frei laufen lassen? Du hast Cirolo frei laufen lassen. Kannst du nicht einmal ein bisschen nachdenken? Hm? Nur ein einziges Mal? Oder ist das zu viel verlangt?
Wer hat denn gesagt, ich solle den Hund mit in den Wald nehmen? Ich oder du? Hm? Keine Antwort ist auch eine Antwort, Elfriede. Meinst du, mir macht das Ganze nichts aus? Ich schlage vor, wir vergessen die ganze Geschichte und fahren nach Hause. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.